Murat Kurnaz saß 5 Jahre unschuldig als feindlicher Kämpfer im Gefangenenlager Guantanamo. Seine Autobiografie diente als Filmvorlage, er war Gast bei vielen Fernsehsendungen und hält Vorträge an Universitäten und Schulen. Nun war er in der IGS Delmenhorst zu Gast, um seine Erlebnisse zu schildern. Das geschah allerdings auf Initiative der Schüler, die im Unterricht die Gefangenschaft von Murat Kurnaz behandelten. Wir haben das Thema Menschenrechte behandelt und einige Schüler haben halt einen Vortrag über ihn gehalten, über Guantanamo und wie das Verhältnis da ist. Und als ich halt sein Bild gesehen habe, ist mir eingefallen, ja, ich kenne den ja. Und dann habe ich ihn auch sofort kontaktiert und mich auch mit dem Schulleiter in Verbindung gesetzt und ihn auch darum gebeten, eine Organisation zu starten. Und Herr Kurnaz hat mich dann halt mit seinem Anwalt in Verbindung gesetzt, sodass wir das dann halt alles organisieren konnten. Mit Unterstützung seines Anwalts Bernhard Docke legt Murat Kurnaz vor allem Wert darauf, Augen zu öffnen. Denn in der Welt passieren viele Dinge, die den Medien und auch der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich sind und dass der Schein oftmals trügt. Dass nicht alles immer so ist, wie es aussieht und dass Politiker nicht immer das tun, wie sie sich hergeben und dass auch hinter den Kulissen halt einiges andere mehr abläuft. Aber letztendlich ist es mehr halt spezielle Fragen zu beantworten und darum geht es eigentlich mehr. Doch Kurnaz berichtete nicht nur von Folter und Qual, sondern brachte auch lustige Anekdoten mit, welche seine Willensstärke zeigten, um das Erlebte zu verarbeiten. Denn schließlich hat er die Gefangenschaft im Gegensatz zu anderen Häftlingen überlebt. Ja, ich habe gesehen, ich bin gesund und alle Körperteile sind noch dran im Vergleich zu vielen anderen. Und da habe ich gesagt, ich habe eigentlich gar nichts gesagt. Ich habe einfach weitergemacht mit meinen Hobbys und alles, was mir Spaß macht und Spaß gemacht hatte vorher. Ich war einfach noch am Leben, ich war nicht tot und das Leben ging halt weiter. Meine Religion hat eine sehr große Rolle gespielt. Ich habe Gott gebeten, dass er mir die Kraft und Geduld dafür gibt. Und ich bin auch Gott dankbar, dass ich da heile rausgekommen bin und rauskommen durfte. Für die Schüler war es ein besonderes Erlebnis, da sie aus erster Hand erfahren konnten, wie teilweise mit Menschenrechten und Menschenleben umgegangen wird. Man hat deutlich gesehen, was er alles durchmachen musste und auch von ihm selbst das zu hören, ist sehr interessant, also interessanter als einen Film darüber oder ein Buch darüber zu lesen, mal eine Person vor sich zu haben, die das auch wirklich erlebt hat und auch selbst erzählen kann, ohne irgendwelche Lügen. Und man hat halt deutlich die Konsequenzen sehen können. Und man hat ja auch neue Sachen mitbekommen, wie zum Beispiel, was Deutschland hier alles getan hat, wie die Türkei darauf reagiert hat und auch, dass Kinder in Haft saßen. Vielleicht konnten die Schüler von diesem Vortrag lernen, dass man Menschen nicht voreilig beurteilen sollte und diese Erfahrungen auch auf das eigene Leben anzuwenden.